Sieh an, mein Freund und Bruder Johannes. Der Pilger, du bist's. Er wandelt durch den Kreuzgang. Wohin des Weges? Na? No! Nicht auf den Rücken. Nicht. Ach. Das war doch nur ganz leicht. Ich muss weiter hindurch. Nichts da. Erst erzählst du mir, was mit deinem Rücken ist. Ich hab mich gegeißelt. Und dann war ich im Infirmarium und musste mir von Brun, dem Heidenburschen, dabei helfen lassen, meine Wunden zu versorgen, weil Thaddäus und Christian nicht da waren, zufrieden. Ich habe schon Selbstkasteiungen gesehen, aber kein Mönch hat danach so geschrien wie du eben. Das schert es dich. Du bist mir ans Herz gewachsen, Johannes. Nach unserem kleinen gemeinsamen Ausflug. Ach. Also, wer hat dich gezwungen, dich so auszupeitschen, dass dir die Haut in Fetzen runterhängt? Niemand. Ach, du bist ein Lügner, Bruder Johannes. Und ein Schlechter noch dazu, das ist gegen Gottes Gebote. Und jetzt sagst du mir, wer das von dir verlangt hat, oder ich drücke hier hinten drauf. Leute, kreist ihn ein. Lasst ihn nicht entkommen. Gut so. Na los, Eik. Hol ihn dir. Guter Hund. Ja, beiß ihm die Kehle durch. Und nein, Eik, nein. Na los, na stecht ihn. Jetzt stecht den Bären endlich mit eurem Mistgabel. Lenkt ihn ab, damit ich ihn töten kann. Ich hab ihn. Ja. Schlag ihn nicht zu, Ulrich. Gib Acht, halt. Das Biest wird wild. Ja, dann tu was, Dolf. Damit deine Mistgabel in die... Der Bär hat Falk erwischt. Jetzt lass den Bären nicht aus den Augen. Ja. Ich hab ihn. Ulrich, jetzt. Ja, für Hartmut. Ja. Das hat doch nicht gereicht, Ulrich! Du musst ihm dein Schwert! Ah! Ulrich, steh auf, der Bär! Er hat ihn! Lass recht, Ulrich! Aus dem Weg! So, du Bestie, machen wir es kurz. Wohlfühlt. Sie hat es geschafft! Alles noch heil, Veit? Ja. Und bei dir, Ulrich? Wolf, du hast mir das Leben gerettet und den Bären getötet. Nimm sein Fell. Deine Tochter ist gerecht. Nun kannst du versuchen, Frieden zu finden. Eik, was hat er mit dir gemacht? Der Bär hat deinen Hund übel zugerichtet. Er wird's nicht schaffen, Schulze. Du musst ihm helfen. Nein, ich kann das nicht. Dann dreh dich um, Lamprecht. Ruh dich aus, guter Eik. Du tapferer Kämpfer. Wir werden dich nicht vergessen. Für einen wie dich haben die Götter immer einen Platz unter ihrer Tafel. Und die Gefallenen, die mit ihnen speisen, werden dich nicht leer ausgehen lassen. Feinstes Fleisch, beste Knochen. Für den mutigen Eik. Dem Hund Valhallas.